Breslau, 17. März 1813. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. Hat eine schwere Zeit hinter sich. Nach der Niederlage gegen Frankreich hat Preußen große Teile seines Staatsgebietes verloren. Er musste seinen Sitz gen Osten verlegen. Nun ist er nur noch ein König von Napoleons Gnaden. Der französische Kaiser veranstaltete sogar eine Militärparade in Berlin und stahl die Quadriga vom Brandenburger Tor. Seine Berater und Politiker forderten ihn nun auf, sich wieder gegen den Aggressor aufzulehnen und sich den Alliierten anzuschließen, die Frankreich bekämpften. Der preußische König zögert. Eine Kriegserklärung an Frankreich würde die Zukunft Preußens aufs Spiel setzen. Wie unter Friedrich dem Großen wäre das Motto »Alles oder nichts«. Freiheit oder kompletter Untergang. Friedrich Wilhelm III. Entscheidet sich letztendlich für den Kampf. Der König brauchte jedoch die Unterstützung der kriegsmüden Bevölkerung, um diesen Krieg erfolgreich bestreiten zu können. So wendete er sich in einem Aufruf, der über die Presse erschien, direkt an seine Bürger. Der Text bekam den Namen »An mein Volk« und ist eine der bekanntesten deutschen Schriften. »An mein Volk«. So wenig für mein treues Volk als für Deutsche bedarf es einer Rechenschaft über die Ursachen des Krieges, welcher jetzt beginnt. Klar liegen dem unverblendeten Europa vor Augen. Wir erlagen der Übermacht Frankreichs. Der Friede, der die Hälfte meiner Untertanen mir entriss, gab uns seine Segnungen nicht, denn er schlug uns tiefere Wunden als selbst der Krieg. Das Mark des Landes ward ausgesogen, die Hauptfestungen bleiben vom Feinde besetzt, der Ackerbau ward gelähmt, sowie der sonst so hochgebrachte Kunstfleiß unserer Städte. Die Freiheit des Handels ward gehemmt und dadurch die Quellen des Erwerbs und des Wohlstandes verstopft. Das Land ward ein Raub der Verarmung. Durch die strengste Erfüllung eingegangener Verbindlichkeiten hoffte ich, meinem Volk Erleichterung zu bieten und den französischen Kaiser endlich überzeugen, dass es sein eigener Vorteil sei, Preußen seine Unabhängigkeit zu lassen. Aber meine reinsten Absichten wurden durch Übermut und Treulosigkeit vereitelt und nur zu deutlich sahen wir, dass des Kaisers Verträge mehr noch wie seine Kriege uns langsam verderben mussten. Jetzt ist der Augenblick gekommen, wo alle Täuschung über unseren Zustand aufhört. Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern, Litauer, ihr wisst, was ihr seit fast 7 Jahren erduldet habt. Ihr wisst, was euer trauriges Los ist, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden. Erinnert euch an die Vorzeit, an den großen Kurfürsten, den großen Friedrich. Bleibt eingedenk der Güter, die unter ihnen unsere Vorfahren blutig erkämpften. Gewissensfreiheit, Ehre, Unabhängigkeit, Handel, Kunstfleiß und Wissenschaft. Gedenkt des großen Beispiels unserer mächtigen Verbündeten der Russen, gedenkt der Spanier, der Portugiesen. Selbst kleinere Völker sind für gleiche Güter gegen mächtigere Feinde in den Kampf gezogen und haben den Sieg errungen. Erinnert euch an die heldenmütigen Schweizer und Niederländer. Opfer werden von allen Ständen gefordert werden, denn unser Beginnen ist groß und nicht geringe die Zahl und die Mittel unserer Feinde. Ihr werdet jene lieber bringen für das Vaterland, für euren angeborenen König als für einen fremden Herrscher, der, wie so viele Beispiele lehren, eure Söhne und eure letzten Kräfte Zwecken widmen würde, die euch ganz fremd sind. Vertrauen auf Gott, Ausdauer, Mut und der mächtige Beistand unserer Bundesgenossen werden unseren redlichen Anstrengungen siegreichen Lohn gewähren. Aber welche Opfer auch von Einzelnen gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir sie hingeben, für die wir streiten und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Es ist der letzte entscheidende Kampf, den wir bestehen, für unsere Existenz, unsere Unabhängigkeit, unseren Wohlstand. Keinen anderen Ausweg gibt es, als einen ehrenvollen Frieden oder einen ruhmvollen Untergang. Auch diesem würdet ihr getrost entgegengehen, um der Ehre willen, weil ehrlos der Preuß und der Deutsche nicht zu leben vermag. Allein wir dürfen mit Zuversicht vertrauen. Gott und unser fester Wille werden unserer gerechten Sache den Sieg verleihen, mit ihm einen sicheren, glorreichen Frieden und die Wiederkehr einer glücklichen Zeit. Breslau, den 17. März 1813, Friedrich Wilhelm. Am Ende siegten die Alliierten und Preußen gewann sein Gebiet und auch die Quadriga des Brandenburger Tores zurück.
Dieser Abschnitt unserer Geschichte ist besonders wichtig, da er den Heldenmut unserer Vorfahren aufzeigte, die trotz der Gefahr der kompletten Vernichtung ins Feld zogen und Preußen und Deutschland vom französischen Invasor befreiten. Lasst uns niemals vergessen, was diese Menschen leisteten, und sie ehren, da sie für Deutschland alles gaben, teilweise auch ihr Leben. Sie waren unsere Vorfahren.